Montag ist immer Zeit für den Bundestag. Aus dem Bundestag heißt unsere Sendung. Und diese Woche ist sitzungsfrei. Sitzungsfrei heißt nicht arbeitsfrei. Und deswegen habe ich eingeladen heute Jan-Marco Lucjak. Herzlich willkommen. Sehr gerne bin ich gekommen, Herr Brinkmann. Sie sind Berliner CDU-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Tempelhof. Jawohl, so ist es. Und stehen wieder auf Platz 5 der Liste. Und kommen wahrscheinlich auch am 22. September wieder rein. Das hoffe ich. Das entscheiden natürlich am Ende die Wähler. Aber mein Anspruch ist natürlich, nachdem ich den Wahlkreis das letzte Mal direkt gewonnen habe gegen Frau Künast, das dieses Mal auch wieder zu schaffen. Insofern werden das jetzt spannende Wochen und Monate werden. Sie haben Frau Künast aus dem Feld geschlagen. Das ist mir beim letzten Mal gelungen. Ja, und das war eine spannende Auseinandersetzung. Mit ihr kann man sich ja, wer sie kennt, hat ja einen, sagen wir mal, sehr rauen Charme. Mit ihr kann man sich ja reiben. Und ich finde das immer, gerade so auf Podiumsdiskussionen mit Schülern, da macht das schon sehr viel Spaß, mit ihr gegenseitig die Argumente auszutauschen und sich so ein bisschen zu streiten, richtig. Wie waren Ihre Ergebnisse? Also ich hatte 6% Vorsprung. 6%? Am Ende. Also war doch deutlich, aber es ist natürlich so, man weiß das ja nicht vorher. Und insofern ist einem am Wahlabend dann schon ein ganz schöner Stein vom Herzen gefallen. Ist das diesmal am 22. September auch wieder so, Künast und Sie und wer von der CDU, wer von der SPD? Also von der SPD wird Frau Rawert antreten. Die ist ja auch schon da, nicht? Genau, die ist über die Landesliste. Das heißt, Sie kennen sich ja alle. Wir kennen uns alle schon, ja. Aber ich denke, so wie ich das einschätze, auch wenn man mal so ein bisschen sich anschaut, wie die Umfrageergebnisse sind, wird es auf ein Duell von Frau Künast und mir hinauslaufen. Und 6% sind zu schlagen. 6% sind zu schlagen, ja. Das ist so, ja. Heute haben wir Montag, 27. Mai. Bis 22. September sind noch Mai, Juni, Juli, August, September. 5 Monate, ne? Ja. So. Werden anstrengende und spannende Wochen. Ja. Aber natürlich, wenn man sozusagen als der Verteidiger des Wahlkreises reingeht, dann möchte man natürlich den Vorsprung auch halten, gerne auch ausbauen und gucken wir mal, ob es klappt. 4 Monate, der Mai ist ja schon um. Ja. Ja? 4 Monate, also knapp noch 120 Tage. Ja. Und es gibt noch wie viele Sitzungswochen? Wir haben im Juni jetzt noch 3 Sitzungswochen, die auch sehr voll sein werden, weil natürlich alles, was wir jetzt in den kommenden Wochen nicht mehr schaffen, parlamentarisch abzuschließen. Diskontinuität habe ich gelernt. Genau, das ist das Stichwort. Das muss man dann halt komplett dann von neuem wieder anfangen in der neuen Wahlperiode. Und man weiß ja nicht, wie die Konstellation genau sein wird. Selbst wenn es eine gleiche Konstellation geben würde, man fängt eben von mehr oder weniger null wieder an. Ja. Manchmal auch mit anderen Kollegen, die dann zuständig sind. Insofern haben wir jetzt natürlich das große Ziel, viele Sachen einfach noch abzuschließen, dass wir dann auch sozusagen beruhigt in den Wahlkampf gehen können. Was ist für Sie das wichtigste Thema noch für die nächsten Wochen im Bundestag, für die nächste Wahlperiode? Und was war für Sie das Wichtigste im letzten? Sie kommen ja aus einem Wahlkreis, da glaube ich, sind 90% Mieter, ne? Ja. Berlin, oder noch höher, ne? Genau, Berlin ist ja insgesamt auch eine Mieterstadt. Und insofern war das für mich natürlich eine tolle Chance, große Herausforderung zugleich, den ganzen Bereich der Reform des Mietrechts betreuen zu dürfen. Ich bin ja im Rechtsausschuss im Deutschen Bundestag und habe also dieses parlamentarische Vorhaben, was ja eines wirklich der großen Rechtspolitischen... Aber nicht so ganz geschafft, muss ich sagen. Ich bin nicht so ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe an anderer Stelle immer schon gesagt, wenn sozusagen man Kritik bekommt, und zwar sowohl von den Mietern wie auch von den Immobilieneigentümern und beide kritisieren das, dann liegt man ja meistens irgendwo in der Mitte und da hat man meistens was richtig gemacht. Ja. Aber unterm Strich, glaube ich, ist das ein Thema, was in den kommenden Wochen und Monaten, auch in den kommenden Jahren natürlich eine unglaublich hohe gesellschaftliche Relevanz auch haben wird. Mhm. Man liest das ja jeden Tag in der Zeitung, wie die Mieten ansteigen. Wir haben jetzt gerade... Eben. Und da ist doch das Thema, wo ich sage, ja, das uns alle interessiert und ich glaube, Sie zu Hause jetzt auch, und mich natürlich auch. Warum steigen die Mieten so stark? Dass Mieten steigen, ist nichts Besonderes. Aber dass sie so stark steigen in Berlin, dass die Leute ja Angst haben müssen, dass sie bald ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, weil ihr Einkommen nicht entsprechend steigt. Wenn die Mieten um 10% steigen und mein Einkommen um 2%, dann kann das nicht stimmen. Ja. Was tun Sie dagegen? Wir haben in der Tat die Entwicklung, dass in großen Städten, Berlin gehört dazu, Hamburg, München, andere große Städte und in Ballungszentren, Universitätsstädte, wirklich eine erhebliche Mietpreissteigerung jetzt auch zu verzeichnen ist in den letzten Jahren. Wir haben jetzt gerade in der letzten Woche ja Zahlen für Berlin bekommen. Die Mieten sind hier in Berlin um 3%, gut 3% gestiegen im letzten Jahr. Also es ist nicht ganz so, wie das manchmal kommuniziert wird, 40% plus, aber es ist trotzdem natürlich für viele Menschen, die da
mit konfrontiert werden, natürlich eine schwierige Situation. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr dafür, dass man da was machen muss. Das ist, glaube ich, auch eine politische Aufgabe, sich das anzuschauen. Das ist, glaube ich, eine extrem politische Aufgabe. Weil natürlich, wenn man sich die Effekte ansieht, dass viele Menschen aus ihren angestimmten Wohnquartieren, aus ihren Kiezen verdrängt werden, weil die Mieten eben so stark steigen und dann an den Stadtrand ziehen müssen, vielleicht sogar außerhalb Berlins ziehen müssen und wir wirklich so homogene Stadtbereiche bekommen, das wollen wir nicht, sondern ich finde persönlich eine soziale Durchmischung von Kiezen, von Stadtquartieren, das ist das, was man anstreben muss. Und jetzt streiten wir uns mit der Opposition darüber, wie man diesen Anstieg von Mieten sozusagen begrenzen kann. Das würde ich auch gerne von Ihnen hören. Ja. Was ist die Politik der CDU in der nächsten Legislaturperiode, das zu begrenzen? Die SPD sagt, wir begrenzen das, sagt aber auch nicht wie. In Hamburg versuchen sie es durch Gesetze und sagen, die Mieten dürfen nur bis dahin steigen. Die Kappungsgrenzen haben wir auch gerade verändert, Bundestagsbeschluss. Genau. Berlin hat es übersetzt oder sie sind dabei, das zu übersetzen. Aber für viele ist das immer noch zu hoch. Genau, das ist richtig. Wir haben also das Problem, und wie Sie richtig sagen, ich komme aus einem Wahlkreis, wo natürlich ganz, ganz viele Menschen die überwiegende Mehrzahl Mieter sind. Und gerade im Schöneberger Teil, wo wir auch eine große Verdichtung auch von Wohnraum haben, ist das eben auch ein großes Problem, dass die Mieten stark ansteigen. Und deswegen bei mir das immer sehr wichtig, auch bei der ganzen... Sie sagen stark ansteigen. Eben haben Sie noch gesagt, 3% seien nicht so doll. Ja, das ist natürlich, 3% ist ja ein Durchschnitt sozusagen. Und das spiegelt zugleich eben wieder, dass die Wohnungsmärkte ausgesprochen unterschiedlich sind. Wenn Sie das deutschlandweit sich anschauen, haben wir ja immer noch eine Leerstandsquote von gut 8%. Das ist aber in Städten wie Berlin ganz anders. Wir haben mich nicht als Mieter in so ist es ja. In Berlin ist es eben ganz anders. Da haben wir etwa 2% Leerstandsquote. Und das führt natürlich dazu, dass die Mieten dann auch ansteigen. Und deswegen war aber, weil ich das Problem eben hier in Berlin und auch in meinem Wahlkreis in Schöneberg insbesondere sehe, auch besonders wichtig bei der Reform des Mietrechts eben auch darauf zu achten, dass die soziale Ausgewogenheit des Mietrechts auch gewahrt bleibt und dass wir eben auch etwas gegen diesen starken Anstieg von Mieten tun. Und Sie haben das gerade schon angesprochen, die Kappungsgrenze, die haben wir jetzt gerade verschärft. Bislang war das ja so, dass man innerhalb von 3 Jahren 20% die Miete erhöhen konnte, bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Das ist immer die Kappungsgrenze. Und wir haben jetzt gesagt, 20%, das ist schon sehr viel, gerade in diesen Bereichen große Städte, Universitätsstädte, wo man doch eine sehr dynamische Mietpreisentwicklung haben, wollten wir das etwas dämpfen. Deswegen haben wir gesagt, nicht 20%, sondern nur noch 15% sind zulässig, um ein bisschen Dynamik daraus zu nehmen. Und da haben wir in der Tat den Landesregierungen, die in der Tat ja am besten wissen, wo es sozusagen eng ist auf dem Wohnungsmarkt, haben wir die Möglichkeit gegeben, hier eine entsprechende Rechtsverordnung zu erlassen. Berlin hat es gerade schon umgesetzt. Berlin hat es jetzt gerade Ende Mai umgesetzt. Und insofern haben wir da schon mal einen ersten Schritt zumindest getan in die richtige Richtung. Aber wenn gleichzeitig durch diese Neubausanierung oder Umbausanierung und durch Neubauten der Mietenspiegel wieder angehoben wird, dann nützt mir das ja gar nichts. Ja, also mir ist sehr wichtig, weil Sie ja auch fragten, was die Opposition sozusagen an Rezepten jetzt da herausstellt. Und da hört man ja immer sozusagen die ganz einfache Gleichung, die Mieten steigen, dann müssen wir die Mieten gesetzlich begrenzen. Und das Instrument sozusagen... Nimm die Schere, schneid's oben ab. Das klingt einfach, nur leider ist sozusagen die grundlegende Situation eben nicht so einfach, sondern in der Tat ist sie sehr komplex. Und deswegen sind diese einfachen Lösungsvorschläge, wir kappen jetzt einfach mal die Miete, gerade bei Neuvertragsmieten, das ist so das, was die Opposition will, nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das klingt einfach, so aus dem Bauch heraus würde man sofort sagen, wunderbar, gutes Mittel, aber es wird, glaube ich, der Situation eben nicht gerecht, weil die viel komplexer ist. Aber erklären Sie mir doch mal, wenn ich dazwischen fragen darf, dass der Herr Müller zieht aus und der Herr Meier zieht ein. Und der Herr Meier muss plötzlich 10% mehr bezahlen an Miete. Die Wohnung hat sich gar nicht geändert. Warum? Also das grundlegende Problem, dass wir, und das ist mir immer wichtig bei dieser Frage zu betonen, die Mieten sind ja letztlich nur Symptome, dass die ansteigen. Sondern das Problem, dass wir steigende Mieten haben, dass immer weniger bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht, das ist ja, weil wir zu wenig Wohnung haben. Das heißt, wir haben über lange Jahre hinweg eben nicht genug in Wohnungsbau investiert. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass wir eine sehr, sehr große Nachfrage an Wohnraum haben. Die Demoskopen und die Empiriker sagen uns, dass in den nächsten 15, 20 Jahren wir 250.000 mehr Menschen in unserer Stadt haben werden. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Wohnungen. Und deswegen glaube ich, ist das Entscheidende, um die ansteigenden Mieten
tatsächlich auch mittel- und mittelfristig auch irgendwo im Rahmen zu halten ist, dass wir mehr für Wohnungsbau tun müssen. Und wenn aber die Neubaumieten für diese Neubauten gleich wieder 10% höher sind als der Bestand, dann habe ich ja wieder nichts davon. Dann begrenze ich ja auch nicht den Mietenanstieg, sondern automatisch mit dem Neubau zahle ich mehr. Aber ich habe trotzdem mehr Wohnungen. Aber den Effekt, den Sie als Politiker doch erreichen wollen, mit mehr Neubauten den Mietenanstieg begrenzen, den erreiche ich auch nicht. Und das ist für mich eines der großen Rätsel. Warum man nicht sagt, Neubauten dürfen eine Grenze X nicht überschreiten beim Mietenanstieg. Also genau, man muss sich um die Ursachen kümmern und das ist zu wenig Wohnungsneubau. Und jetzt muss man fragen, wieso haben wir denn eigentlich in den letzten Jahren zu wenig Wohnungsneubau gehabt? Wir erleben jetzt durch die ansteigenden Mieten einen enormen Anstieg von Bauanträgen, enormen Anstieg auch von fertiggestellten Wohnungen. Das ist sozusagen der Markt rentiert, sozusagen reagiert jetzt auf diese Entwicklung. Und da muss man natürlich schon sehr genau sehen, man hat ja immer so das Gefühl, wenn man so über Mietenpolitik redet und über die Vermieter redet, das sind irgendwie riesige Wohnungsgesellschaften, die Tausende von Wohnungen haben, die unglaubliche Renditen 20-30% machen. Tatsächlich ist es aber so, dass 60% unserer Wohnungen, die wir in unserem Land haben, die werden von privaten Kleinvermietern angeboten. Das ist so der Handwerksmeister, der so irgendwie Mitte 50 ist, der so ein, zwei Wohnungen hat, die er vielleicht als Altersvorsorge sich angeschafft hat. Der erzielt da keine 20% Rendite oder 30%, sondern die durchschnittliche Rendite liegt da so bei etwas über 2%. Und der sagt sich natürlich jetzt, wenn jetzt die Investitionsbedingungen verschlechtert werden, indem wir zum Beispiel sagen, die Neuvertragsmieten dürfen aber nur so und so hoch sein, dann überlegt er sich natürlich, tue ich dann mein Geld nicht lieber aufs Tageskonto oder investiere ich das irgendwo anders und schlage mich dann nicht mit Mietern, vielleicht sogar noch mit Mietnomaden herum, und habe eben das Risiko, sondern wähle eben die andere Alternative. Und deswegen, glaube ich, müssen wir von Seiten der Politik und auch von Seiten des Gesetzgebers alles tun, was diese Leute ermuntert, auch weiter in Wohnungsbau zu investieren, dass wir einfach mehr Wohnungen haben. Aber gleichzeitig müssen Sie dafür sorgen, dass die Mieten dadurch nicht ansteigen. Und wie Sie diese Quadratur des Kreises lösen, darüber reden wir nach der Pause weiter mit Dr. Jan-Marco Luzak. Er ist CDU-Abgeordneter im Bundestag in Schönefeld. Nicht in Schönefeld, in Tempelhof. Und die Mietenfrage ist für Sie eine ganz wichtige. Sie haben das letzte Mal 6 Punkte mehr gehabt als Frau Künast. Die wollen Sie eigentlich wiederholen. Das können Sie nur, wenn Sie richtige Antworten haben auf die Frage, wie viel muss ich demnächst für meine Mieten bezahlen? Richtig? So richtig. Bis gleich nach der Pause.